Erstmals wurde RBB-Interimsintendantin Katrin Fernau von den Landesparlamenten Berlins und Brandenburgs befragt, vom Medienausschuss des Abgeordnetenhauses bzw. Hauptausschuss des Landtages. Die Sitzung in Berlin befasste sich eingehend mit den Vorkommnissen beim RBB, den Vorwürfen der Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit der zurückgetretenen früheren Intendantin Schlesinger. Auch die Vorsitzenden der Gremien sowie der Personalvertretungen wurden geladen. Boris Hermel. Nach 4 Wochen im Amt war die Interimsintendantin erstmals ins Abgeordnetenhaus geladen und auch zahlreiche Vertreter der RBB-Gremien. Katrin Fernau berichtete, dass sie bereits einiges verändert habe. Unter anderem soll das Dienstverhältnis mit Verwaltungsdirektor Hagen Brandstätter vorzeitig beendet werden. Die juristische Direktorin ist freigestellt. Die anderen Direktoren bleiben vorerst im Amt. Außerdem seien die umstrittenen Bonusverträge im Visier. Wenn man jetzt mal die Geschäftsleitung rausnimmt, zunächst haben wir 25 AT-Beschäftigte im RBB. Und davon haben 20 ihren ersatzlosen Verzicht auf Bonuszahlungen erklärt. 2 sind im Moment nicht bereit und 3 konnten einfach noch keine Rückmeldung geben. Dass die Unruhe im RBB noch immer groß sei, erklärte der Vertreter der freien Mitarbeiter. Vor allem nachdem das lebenslange Ruhegeld von jährlich mehr als 100.000 Euro für die juristische Direktorin bekannt geworden war. Das Empörende ist, dass sich da die Führungskräfte zusammentun, um sich gegenseitig die Taschen voll zu machen. Und da bin nicht nur ich empört, sondern das ist die Belegschaft auch über die Dreistigkeit. Der Personalrat mahnte strukturelle Veränderungen vor allem im Rundfunkrat an, dem Aufsichtsgremium des RBB, und forderte dort mehr Beteiligung. Wieso nicht zumindest ein Personalrat, die sowieso teilnehmen, auch ein Mitglied und ein Stimmrecht haben und auch die Möglichkeit haben, dort quasi institutionalisiert vorzutragen, so wie es die Intendantin tut. Auch an wirksameren Kontrollsystemen wie der Revision werde gearbeitet. Und auch die Compliance-Regeln, also die internen Antikorruptionsrichtlinien, sollen überarbeitet werden. Es bedarf eines von der Geschäftsleitung unabhängigen Compliance-Beauftragten, der wie auch die interne Revision künftig in ausgewählten Sachverhalten dem Verwaltungsrat direkt berichtet. Dazu sind jetzt auch Grundlagen geschaffen worden, zumindest für die interne Revision. Die ersten Teilergebnisse der internen Untersuchungen durch eine Anwaltskanzlei werden in 3 Tagen dem Rundfunkrat vorgestellt.